Mein Dad sagte immer, es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt. Astronomen und Astronauten. Manche gucken auf die Sterne, andere schwimmen darin. Er sah aus wie eine jüngere, bessere Version von mir. Du glaubst mir nicht, ne? Das ist eine durchgeknallte Story, Cam. Tony, hast du den Samstagmorgenslot an eine andere Show vergeben? Sie wollen einen anderen Host. Kent Armstrong. Unfassbar, dass Sie überhaupt noch auf den Beinen stehen können. Also, ich habe keine Ahnung, wovon Sie da sprechen. Das ist wie meine Antithese oder sowas. Was? So eine alte Russenrakete ist direkt aus dem Weltraum gefallen und direkt in unseren Garten gestürzt. Willkommen in Fairview Heights. Glauben Sie, dass das nur Zufall ist, dass das alles jetzt passiert? Sie sind Wissenschaftler. Was könnte es sonst sein? Kann ich Sie sehen? Sicher. Komm mit. Wenn schon dieser ganze Schrott hier so rumliegt, könnten Sie sich doch Ihre eigene Rakete bauen. Das ist nicht so einfach. Na, vielleicht doch. Wir wollten immer was Außergewöhnliches tun, was Fantastisches. Was ist daraus geworden? Scheinbar bin ich die Einzige hier, die noch in der Lage ist, einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Das haben Sie in einem Monat gebaut? Ja. Ich mach gleich einen Triebwerkstest. Bist du dabei? Drei, zwei, eins. Was? Moment. Einstein kam auf die Relativitätstheorie mit 26. Schicksalhafte Bestimmung und so. Das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Gar nicht mal so einfach. Wieso redest du dir das ständig ein? Was tust du da? Etwas Fantastisches. Die Aussicht hier oben ist wirklich großartig, Cal. Nun, öffne deine Augen.